Ho, ho, ho und willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und wir befinden uns hier am Flughafen Rovaniemi. Das ist in Finnland und wir haben Folgendes vor. Wir schauen uns erst einmal diese wunderschöne Szenerie von MK Studios an. Rechts oben an der Schneeflocke werdet ihr sehen, dass es heute etwas kälter wird. Und dann fliegen wir einmal rüber zum Weihnachtsmanndorf. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich war selbst noch nicht da. Ich bin auch gespannt, wo wir da überhaupt landen können. Ich weiß grob, in welche Richtung es geht. Deswegen auf geht's, ab in den Flieger, um direkt rauszugehen. Viel Spaß! So, hier sind wir im Heli. Dann würde ich sagen, springen wir einmal raus und hepp. Und dann gehen wir einmal nach unten. Zack. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal hier spontan durch die Gegend. Gucken wir uns gleich unseren Heli auch nochmal an. Machen auch nochmal ein paar Checks natürlich. Und dann fliegen wir einmal rüber. So, springen wir hier mal ein bisschen verrückt rum, beziehungsweise rennen wir mal. Hier sehen wir Arrivals, da geht's zu Arrivals Hall. Und jetzt springe ich einfach mal ganz nach oben. Und da sehen wir, ja, wir sehen halt einen Flughafen. Ist schön gemacht, von außen auf jeden Fall. Sieht es schön aus, leuchtet schön. Was hier natürlich wunderschön ist, draußen haben wir leuchtende oder beleuchtete Rentiere. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder runter, denn hier vorne am Vorfeld sehen wir nicht wirklich viel. Und dann gehen wir einmal rein. Schauen wir mal, ob wir da durch können oder ob wir dran vorbei müssen. Ja, ist geschlossen. Wir gehen da trotzdem mal durch. So, ja, gut, da ist nichts. Dann gehen wir einfach trotzdem mal so hoch. So, tun wir einfach mal so, als ob wir jetzt gerade durchlaufen. Und dann sehen wir hier auch schon eine Tür. Ja, wir gehen mal weiter. Gucken mal, was das Terminal alles hergibt. Das hätten sie natürlich auch noch machen können, finde ich. Aber es ist natürlich jetzt kein Meckern. Es ist trotzdem echt, echt schön. Also gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal. Hier ist die Ankunftshalle und die Abflughalle. Hier stehen die Departures. Hier sind ein paar Uhren. Würde ich sagen, laufen wir einmal hier durch die Gegend. Hier sehen wir einen wunderschönen Weihnachtsbaum, der leuchtet. Ja, schon schön gemacht. Dann gehen wir mal weiter. Sehen wir den Security-Bereich, gehen wir gleich auch nochmal durch. Hier wieder ein paar Weihnachtsbäume, schöne Girlanden. Hier einmal noch der Weihnachtsmann. Wir kommen gleich zu dir. Rennen wir nochmal kurz hier drüber. Hier auch Werbebanner von Finnair. Und dann geht es einmal hier durch. Da sind die Gepäckbänder. Santa's Official Home Airport in Rovaniemi. Dann gehen wir wieder zurück. Gucken wir mal. Na, gehen wir hier durch die Glasscheibe durch. Hier sind noch ein paar Läden, die haben aber alle gerade Umbauten zu erledigen. Das sehen wir daran, dass es einfach nur beklebt ist. Einmal durch den Security-Bereich. Wir piepen nicht, das ist doch schon mal gut. Und dann, ja, springen wir hier mal kurz rüber. So, und dann würde ich sagen, laufen wir hier mal entlang. Da sehen wir nochmal eine Uhr und nochmal unsere Departure-Screens. Ein paar Läden auf der rechten Seite. Ein Wartebereich hier vorne, da oben noch ein Bildschirm. Hier hinten haben wir die Leihwagen, das ist natürlich hier interessant. Aber bei Hertz arbeitet sogar noch jemand. Schön gemacht auf jeden Fall. Dann haben wir hier unsere Check-in-Schalter. Da ist dann die Gepäckaufgabe. Und dann können wir hier vorne nochmal hoch, denn da oben geht es dann noch auf der ersten Etage weiter. Da haben wir noch ein Restaurant bzw. ein Café. Hier nochmal einen kleinen Wartebereich. Wirklich schön gemacht, auch mit diesen leuchtenden Girlanden. Gefällt mir echt gut. Wir können von innen nochmal auf das Logo schauen. Hier ist das Café. Das ist doch wirklich schön. Wir brauchen nichts. Das heißt, wir machen uns jetzt langsam wieder auf den Rückweg, denn wir wollen ja mit dem Heli weiter zum Dorf. Also, dann würde ich sagen, springen wir einmal raus. Wir gehen hier raus einmal und schauen uns den Flughafen noch einmal von außen an. Das ist ja wirklich wunderschön. Einfach toll. Ja, und jetzt machen wir es wie in einem Cartoon. Wir gucken runter und merken, dass wir oben sind. Und dann fallen wir natürlich erst runter. Auf geht's zum Heli. So, der sieht soweit gut aus. Also Outside-Check-mäßig alles okay. Wir testen gleich nochmal so ein paar Dinge durch. Da sitzen wir eigentlich schon drin. Das ersetzen wir gleich. Wetter hier wunderbar.
Und das sieht doch mal wirklich fantastisch aus. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt wieder rein in den Heli und schalten ihn auch an. Beziehungsweise testen jetzt erstmal alles durch, ob auch alles irgendwie so funktioniert, wie wir das erwarten. Collective, ob das alles frei ist, können das auch nochmal von außen uns anschauen. Also Collective frei, ja, und hinten gucken wir mal da rein. Das sieht auch so aus, als ob sich alles bewegt und nichts eingefroren ist. Den Rest können wir leider hier nicht sehen. Dann geht's wieder rein. Als erstes gucken wir, ob hier Fuel on ist. Fuel ist on. Dann geben wir beim Collective mal ein bisschen Gas gleich, damit wir da gleich vorbereitet sind. Hier geht es einmal auf Auto und dann können wir auch direkt den Master einschalten. Das heißt, hier startet einmal das System. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch einfach anschauen. Da seht ihr dann, wie ihr diesen Gimbal Capri G2 aus dem Cold and Dark heraus befördert, um mit ihm zu fliegen. Ja, es ist auch für mich gleich wieder spannend, denn ich bin noch nicht so perfekt mit dem Heli unterwegs. So, das haben wir gemacht. Gucken wir nochmal kurz, ob der Governor richtig eingestellt ist. Ja, ist er. Dann können wir hier die Mixtur einmal nach vorne packen, denn wir brauchen ja gleich auch Druck auf der Pumpe. Also gehen die Strobe Lights an, die Pumpe geht an. Das sehen wir hier auch. Da haben wir jetzt eine Baranzahl. Dann machen wir die Power hier mal langsam auf ca. 15, 10, 15. Das bewegt sich hier übrigens, habe ich aber wie gesagt in einem anderen Video nochmal genau erklärt. Bewegen sich unsere Rotoren? Ja, ganz leicht. Das heißt, wir gehen kurz in die Rotorbremse, gucken, ob sie stehen bleiben. Das tun sie. Das ist doch schon mal schön. Dann können wir direkt auch eigentlich starten. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hoch, schalten hier alles ein. Dann piept es einmal, drücken dann hier einmal den Startknopf. Und warten dann einfach mal ab, bis er hochfährt. So, Triebwerk geht an. Warten wir noch mal ein paar Sekunden, dass er sich so ein bisschen auf diese wunderschönen Wetterverhältnisse hier vorbereiten kann. Das sieht doch wirklich klasse aus. Und dann machen wir das alles nicht länger, als es sein muss. Wir schalten ihn einmal ein. Dann gehen wir mal hier auf ca. 40. Und dann regeln wir gleich wieder runter, wenn er kommt. Oh, das war merkwürdig. Jetzt macht er das, was ich möchte. Aber ab und zu kann das natürlich mal passieren, dass sie auch hier zu Fehlern kommen natürlich. So, die drehen wir jetzt mal wieder runter. So, circa hier hin. Damit er jetzt gleich nicht weit über die 530 hinausschießt. Das sieht doch gut aus. Gehen wir hier einmal und schalten den Governor ein. Da sehen wir direkt, dass sich das ein bisschen synchronisiert mit dem Collective. So, das haben wir auch alles. Gepult haben wir, gepusht haben wir auch. Das heißt, wir haben jetzt hier die 530 RPM. Wir können unsere Lichter einschalten. Treten wir noch einmal hier ins Ruder und dann würde ich sagen, geht's auch hoch. Wir müssen eigentlich quer rüber. Ich bin gespannt. So. Ah, der war okay, der Start. Hier sehen wir unsere Rentiere. Hier lassen wir unseren Flughafen zurück. Und dann geht es auch direkt hier in diese Richtung. So, ich habe mir nämlich gedacht, wir sparen es uns hier jetzt gleich einmal durchzulaufen. Wir fliegen einmal rüber. Das ist viel, viel angenehmer und viel, viel schneller. Ich nehme schon mal wieder ein bisschen Gas raus, denn da vorne ist es schon. Wir gucken mal, wo wir landen. Da gibt es einen Parkplatz. Mal gucken, ob wir den treffen. Nehmen noch mal ein bisschen Gas raus. So, schon mal leicht nach unten gehen. Da haben wir eine Tankstelle. Ich sehe, da sollten wir jetzt natürlich
nicht direkt auf der Tankstelle landen. Hier ist noch eine. Interessant. Und da nochmal zu meiner Verteidigung. Ich fliege diesen Heli tatsächlich sehr selten und ich finde es auch echt schwierig, aber Übung macht den Meister. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Da fliegen wir mal darüber. Da haben wir einen Parkplatz. Gucken wir mal, ob wir da runterkommen, ohne uns zu beschädigen oder Autos zu beschädigen. So, dann gehen wir mal runter. Ja, wir sind unten. Darum geht's ja. Das zählt. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal alles aus hier. Ein bisschen bremsen wir uns auch mal ab. So, dann machen wir hier die Lichter noch aus. Und dann springen wir mal direkt raus. So, da stehen wir. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal übers Dorf. Ich bin gespannt, wie das hier aussieht. Erstmal mit den Schlittschuhen ein bisschen weiter. Also hier haben wir einen Weihnachtsbaum, wunderschön gemacht. Oh, und ich glaube, da sehe ich schon was, was uns alle interessiert. Sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Wir fangen aber rechts an. Wir machen hier einen kleinen Spannungsbogen sozusagen. Also wir gucken uns das mal an. Hier sehen wir, ja, Weihnachtsbäume, Weihnachtsmänner. Und einen Schneemann. Hallo Schneemann, du siehst aber wunderbar aus. Wie geht's dir? Alles gut? Da könnten wir jetzt reingehen und könnten uns noch etwas zum Mitnehmen, ein paar Mitbringsel holen. In dem Geschenkeshop hier links, das skippe ich jetzt einmal. Ich habe nämlich schon leicht gesehen, was da sein könnte. Dann gehen wir mal weiter. Hier gibt's anscheinend noch was zu essen und zu trinken. Das ist doch auch schön. Dann gehen wir mal durch dieses Dorf. Die sind nicht ganz auf dem Boden, sehe ich gerade, aber ist trotzdem natürlich schön gemacht. Gehen wir mal hier hinten her. Was haben wir hier? Da hinten haben wir eine Tankstelle. Hier ist noch ein Parkplatz. Hier sind noch zwei Bäume. Also Weihnachtsbäume. Drei Weihnachtsbäume. Da steht auch noch ein Auto. Und dann gehen wir mal von hier aus rein. Das sieht doch toll aus. Da hinten steht ein Weihnachtstruck. Ist nicht der Coca-Cola-Truck, aber dafür haben wir hier andere Werbung. Mit der Shell. Was haben die denn gerade für Preise? Gucken wir mal kurz über die Straße. Ah, ich weiß jetzt nicht, wo die Straße ist. Was haben wir denn da gerade? Oh, das wäre doch angenehm, wenn wir das auch hier so ähnlich hätten. 1,65 Diesel etc. So, springen wir wieder zurück. War kurz auf Topic. Und dann gehen wir mal rein. So, hier geht's einmal lang. Hier sind schöne Häuschen. Im Hintergrund haben wir immer noch unseren Heli. Ja, Christmas House. Da geht's rechts zum Souvenirshop, zum Restaurant, zur Kaffeebar und Holiday Village opens soon. Und das schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das hier aussieht. Haben wir da noch stehen, da sind noch ein paar Zimmer frei. Gehen wir mal hier lang. Da haben wir es doch. Beziehungsweise hier sind die Häuschen. Hier kann man sich niederlassen tatsächlich. Wenn man hier wohnen möchte, dann kann man das hier bei den Christmas Houses anscheinend. Das ist ja ein kleiner Ort, ein kleines Mini-Dörflein mit ganz vielen kleinen Häuslein, die man sich mieten kann, um hier einen wunderschönen Urlaub zu verbringen. Das sieht doch wirklich toll aus. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Diese Kulisse ist wirklich toll. Gerade da hinten der Mond, das sieht ja wirklich toll aus. Auch hier dieser Eingang, die Weihnachtsbäume, das Wetter. Echt, echt schön. Dann würde ich sagen,
ab in die Schlittschuhe, geht's jetzt wieder zurück und dann gucken wir uns die Hauptattraktion hier im Weihnachtsmanndorf an. Wir gleiten mal weiter auf unseren Schlittschuhen. Und da sind wir auch schon. Hier ist es. Das Santa Claus Office. Das sieht wirklich toll aus. Das haben sie sehr schön gemacht, wie ich finde. Sehen auch da, steht es nochmal dran. Stellen uns jetzt mal direkt davor und genießen den Anblick. Ja, und da wohnt er, der Weihnachtsmann, in diesem Haus. Echt schöne Idee. Wirklich klasse. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück, aber wir fliegen jetzt natürlich nicht mehr zum Flughafen zurück. Wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Hubschrauber. Ich kann nur sagen, wirklich toll, schöne Szenerie. Man erwirbt hier nicht nur den Flughafen in Rovaniemi, man erwirbt hier auch noch einiges mehr. Unter anderem hier das Weihnachtsmanndorf. Schauen wir noch einmal ganz wehmütig zurück aufs Dorf, bevor wir uns jetzt wirklich auf den Rückweg machen. Also, schönes Wetter heute auch gehabt. Durch den nicht vorhandenen Schnee in der Luft konnten wir auch hier einmal rüberfliegen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kleinen Hops und hepp. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von oben an. Ja, wie gesagt, ich finde es klasse, dass man, wenn man sich für den Flughafen hier Rovaniemi von MK Studios entsprechend entscheidet, dass man das Weihnachtsmanndorf mit dazu bekommt. Das ist ein schönes kleines Gimmick. Ich finde, Preis-Leistung passt da auf jeden Fall. Das ist wirklich toll gemacht. Und vielleicht seid ihr im echten Leben auch mal irgendwann hier und dann könnt ihr das vergleichen, wie gut es ist oder wie schlecht es ist. Ich war noch nicht da, leider, aber jetzt waren wir zumindest virtuell da. Unten links sehen wir immer noch unseren Heli. Gut, dass wir das Beacon Light angelassen haben. Und das soll es für heute auch gewesen sein. Wenn euch das Video und die Szenerie gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn euch die Szenerie nicht gefallen hat, dann lasst mir trotzdem gerne einen Daumen da, denn da kann ich ja gar nichts zu. Ich freue mich aber auch natürlich über ein Abo und auch viele Kommentare. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann ignoriert es und erzählt es wie immer am besten nicht weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.